Unser heutiges Video beschäftigt sich mit weltberühmten Bildern und Logos, die praktisch jeder kennt. Aber kaum einer weiß, dass diese Bilder und Logos so viel mehr beinhalten als das, was man auf den ersten Blick sieht. Sie bergen ein Geheimnis, das oft nur wenigen Insidern bekannt ist. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und unglaubliche Entdeckungen? Dann zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Das Apple-Logo. Wer von uns kennt nicht das weltberühmte Logo der Firma Apple? Dieser Apfel, dem auf der rechten Seite ein kleines Stück fehlt. Das Apple-Logo dürfte zu den bekanntesten Firmenlogos weltweit gehören. Die Spekulationen sind vielfältig. Was wurde nicht alles schon in das Apple-Logo hineininterpretiert? Dabei sticht das Logo durch seine Einfachheit heraus. Es ist kein kompliziertes Design. Genauso einfach ist auch die Erklärung für den Apfel als Logo. Schon 1976 haben sich Steve Jobs, Ronald Wayne und Steve Wozniak, die Begründer von Apple, für einen angebissenen Apfel als Logo entschieden. Steve Jobs meinte auf einer Pressekonferenz im Jahr 1981, dass er sich deshalb für dieses Logo entschieden hat, weil er einfach gerne Äpfel isst. Dazu die Idee der Einfachheit. Allerdings war das allererste Logo kein einzelner Apfel, sondern das Bild von Sir Isaac Newton unter einem Apfelbaum. Ronald Wayne entwarf diese Szene als Logo für die neu gegründete Firma Apple, um das Gesetz der Schwerkraft zu veranschaulichen. Das Gesetz, das seinerzeit von Newton entdeckt wurde, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Von 1977 bis 1998 hatte das Logo dann schon die Form, die wir auch heute noch kennen, da Jobs das ursprüngliche Logo sehr schnell für zu altmodisch hielt. Mit Hilfe des Grafikdesigners Rob Jenniff entwickelte er den berühmten Apple-Apfel, damals noch in Regenbogenfarben. Dass der Apfel angebissen ist, liegt daran, dass Jenniff eine Verwechslung mit einer Kirsche verhindern wollte. Außerdem ist der Biss ein Hinweis auf den Computerterminus Byte. Die Regenbogenfarben sollten die Menschen dazu anleiten, anders zu denken. In den nachfolgenden Jahren blieb das Logo erhalten, nur farblich wurde es mehrfach verändert. Arche Noah. Jeder von uns kennt die Geschichte der Arche Noah. Bevor das Land überflutete, baute Noah eine große Arche und nahm jeweils zwei Tiere einer Art auf. Auf dem Bild sieht man es gut. Es gibt zwei Elefanten, zwei Antilopen, zwei Giraffen, zwei Eisbären und zwei Löwen. Aber etwas ist auffällig an dem Bild. Etwas, was dem Betrachter vielleicht nur auffällt, wenn er ganz genau hinschaut. Beide Löwen sind männlich, denn beide Löwen haben eine lange, buschige Mähne, wie sie nur bei männlichen Löwen vorkommt. So unwahrscheinlich es ist, dass diese Darstellung bewusst gewählt wurde, umso schöner ist sie, da sie die Vielfältigkeit des Lebens authentisch darstellt. Starbucks. Auch das grüne Starbucks-Logo ist weltweit bekannt. Es zeigt eine Art Meerjungfrau, auch Sirene genannt, mit langen, welligen Haaren. Der Name Starbucks stammt laut Starbucks selbst aus dem Roman Moby Dick. Das Bild der Sirene aber wurde in alten Meeresbüchern gefunden. Starbucks entschied sich in seinem Gründungsjahr 1971 für ein nautisches Wesen, weil seine Heimat in der Hafenstadt Seattle ist und die Kaffeebohnen in großen Containerschiffen über die Weltmeere transportiert werden. Daher schien eine Sirene am besten geeignet. Erst war das Logo braun, ab 1987 dann grün. 1992 erhielt es wieder eine etwas modernere Anpassung. 2011 kam es zu weiteren auffälligen Veränderungen. Das Haar wurde moderner, das Gesicht wurde symmetrischer und immer vollkommener. Doch damit verlor das Gesicht auch gleichzeitig seine Menschlichkeit und die Firma ging wieder zur Unvollkommenheit zurück, die bei den Kunden wesentlich besser ankam. So hat das Logo heute wieder eine leichte Asymmetrie im Gesicht. Sie fällt kaum auf, ist aber vorhanden. In der rechten Gesichtshälfte gibt es etwas mehr Schatten und die rechte Nasenhälfte liegt etwas tiefer als die linke. Damit wirkt das Gesicht nicht mehr wie eine Maske. Die Musikstunde. Das Gemälde mit dem Namen Die Musikstunde gilt als eines der raffiniertesten Werke des niederländischen Malers Jan Vermeer. Es zeichnet sich dadurch aus, dass Vermeer jedes Objekt in diesem Gemälde, jeden Schatten und jeden Lichteinfall sorgfältig berechnet hat. Das Bild wurde von vielen verschiedenen Wissenschaftlern gründlich analysiert. Besonders hervorstehend ist die Perspektive, die Vermeer benutzt hat. Der Fluchtpunkt liegt genau am Ärmel der Frau. Hat man die Möglichkeit, das Bild aus der Nähe zu betrachten, erkennt man genau dort ein kleines Loch in der Leinwand. Es ist durch eine Stecknadel entstanden. Alle anderen Teile des Gemäldes lenken auf die Frau hin. Sie ist der Mittelpunkt des Gemäldes.
Auffällig ist auch die lateinische Inschrift des Deckels des Virginals, die auf Deutsch »Musik ist ein Begleiter in der Freude und ein Balsam in der Trauer« bedeutet. Damit erforscht Vermeer die Beziehung zwischen den beiden Figuren. Auf dem Boden liegt eine Bratsche, ein Hinweis, dass beide gemeinsam musizieren, eine gemeinsame Harmonie miteinander haben. Der verzückte Gesichtsausdruck des Mannes, während er der Frau zuhört, ist ein Hinweiszeichen auf die Harmonie. Die Sixtinische Kapelle. Erst 500 Jahre, nachdem er sie gezeichnet hatte, wurden die versteckten anatomischen Notizen gefunden, die Michelangelo Buonarroti an der Decke der Sixtinischen Kapelle in Rom verewigt hat. Er bemalte die Decke in den Jahren 1508 bis 1512, aber er war nicht nur Maler, Bildhauer und Architekt, sondern auch Anatom. Das aber war sein verborgenes Geheimnis. Seine anatomischen Skizzen und Notizen zerstörte er. Erst 1990 veröffentlichte ein Arzt Michelangelos Bildsprache und kam zu der verblüffenden Erkenntnis, dass er in vielen Gemälden in der Sixtinischen Kapelle Teile seiner anatomischen Erkenntnisse untergebracht hatte. So ist zum Beispiel ganz zentral in der Decke der Kapelle eine perfekte Illustration der Anatomie eines menschlichen Gehirns im Querschnitt zu sehen. Das ist nur eines von sehr vielen Beispielen. Amazon-Logo. Auch das Amazon-Logo ist weltbekannt. Der berühmte Pfeil des weltweit führenden Online-Händlers besteht bereits seit dem Jahr 2000 und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Um seine Bedeutung gibt es verschiedene Spekulationen. Während manche behaupten, der Pfeil sähe wie ein Lächeln aus, gibt es Twitter-Nutzer, die Amazon vorwerfen, ihr Logo enthalte ein verstecktes sexuelles Symbol. Die Leute, die im Pfeil ein Lächeln erkennen, deuten das Logo so, dass Amazon damit auf ihren guten Kundenservice hinweist. Genau das hatte der Logodesigner Turner Duckworth auch ursprünglich im Sinn, denn Amazon wollte ein Smiley-Symbol haben und dies maximal möglich ausnutzen. Der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, wollte seinerseits nicht mehr Geld in Verpackungen und Markennamen stecken. Deshalb kam Duckworth die Idee, Kartons und Co. mit einem Lächeln zu versehen. Zudem verläuft der Pfeil vom Buchstaben A bis zum Z, was dem Käufer sagt, dass er bei Amazon alle Artikel finden kann. Es gibt nichts, was Amazon nicht führt. Wie aber kommen manche Personen auf die Idee, das Amazon-Logo zeige ein verstecktes sexuelles Symbol? Sie begründen es damit, dass der Pfeil die Form eines Penis habe. The Last Supper. Eines der berühmtesten Werke von Van Gogh ist sein Gemälde Café Terrace at Night. Kunsthistoriker sind der Meinung, dass er in diesem Gemälde eine geheime Hommage an das weltberühmte Gemälde »Das letzte Abendmahl« von Leonardo da Vinci versteckt haben könnte. Tatsächlich hat Van Gogh genau 12 Figuren rund um eine zentrale Hauptfigur mit langen Haaren gemalt. Diese trägt eine weiße Tunika. Die Kunsthistoriker glauben ebenfalls, dass er in seinem Gemälde eine ganze Anzahl von Kreuzen untergebracht hat. Besonders auffällig erscheint ihnen das Kreuz, das von der Fenstersprosse über der zentralen langhaarigen Figur des Gemäldes gebildet wird. Diese Interpretation mag weit hergeholt scheinen, aber viele Kunsthistoriker weisen darauf hin, dass Van Goghs religiöse Neigungen immer eine Rolle bei seinem künstlerischen Schaffen gespielt haben. Das Beats-Logo. Wie so viele andere Technologieunternehmen hat auch Beats eine versteckte Bedeutung in seinem Logo. Auf den ersten Blick erkennt man in diesem Logo zunächst den schwarzen Buchstaben B in einem roten Kreis. Das macht Sinn. Es ist ein einfaches Logo, das einen guten Wiedererkennungswert hat. Ein näherer Blick offenbart jedoch das Geheimnis. Eigentlich zeigt das Logo nämlich eine Person, die Kopfhörer trägt. Der rote Kreis ist dabei der Kopf der Person. Das schwarze B ist der Kopfhörer. Dabei handelt es sich natürlich um das Seitenprofil einer Person. BMW-Logo. Eine der bekanntesten Automarken weltweit, der BMW. Weit verbreitet die Annahmen, dass es sich bei seinem Logo um einen rotierenden Flugzeugpropeller handeln würde. Dem ist aber nicht so. Zunächst symbolisieren die Farben des BMW-Logos natürlich die Farben des bayerischen Freistaates. Die Geschichte des Unternehmens nimmt im Jahr 1917 ihren Anfang. Zu diesem Zeitpunkt ging BMW aus dem Flugzeugmotorenwerk Rapp Motorenwerke hervor, das seinen Sitz in München hatte. Im Juli 1917 wurde der Name BMW dann ins Handelsregister eingetragen. Damals hatte das Werk noch kein Firmenlogo. Sein erstes eigenes Firmenlogo bekam BMW am 5. Oktober 1917. Dabei wurde die runde Form des Rapp-Logos beibehalten. Zwei goldene Linien begrenzten den Ring und trugen die Buchstaben BMW.
Übrigens sind die bayerischen Farben, was die Wappenkunde angeht, falsch herum angebracht. Der Grund ist einfach. Staatswappen oder andere Hoheitszeichen durften damals laut Markenschutzgesetz nicht als Warenzeichen oder Logo verwendet werden. 1929 zeigte eine Werbung für BMW das Logo mit seinen vier Farbfeldern in einem sich drehenden Propeller. Seit diesem Zeitpunkt wird das Logo oft als Propeller gedeutet. Das letzte Abendmahl. Dieses weltberühmte Gemälde von Leonardo da Vinci steckt voller Rätsel und verborgener Bedeutungen. So glauben Kunsthistoriker zum Beispiel, dass Johannes, der rechts von Jesus sitzt, in Wahrheit Maria Magdalena sein soll. Als einzige Person auf dem Bild trägt er oder sie eine Kette. Daher sei es eine Frau und nicht Johannes. Die Wahl der Licht- und Schatteneffekte und die räumliche Tiefe des Raumes sowie die Fenster im Hintergrund lassen Jesus in der Mitte des Bildes noch mehr leuchten. Auffällig ist auch, dass Da Vinci Judas als einzigen mit einer dunklen Hautfarbe und einer Hakennase dargestellt hat. Oft wurden Menschen jüdischen Glaubens so dargestellt. Da Vinci hat scheinbar zu jenem Mittel gegriffen, um Judas als Verräter zu malen. Es gibt sicher noch sehr viel mehr Beispiele für Bilder, Logos oder Markensymbole, die ein Geheimnis bergen. Kennt ihr einige dieser Beispiele? Schreibt sie uns auf jeden Fall unten in die Comments. Wir sind gespannt.